Heute wird's musikalisch. Das Ding ist so schlecht. Musikalisch im Konsolenbereich. Denn wir haben unseren Doppeltesttag. Das heißt, wir haben zum einen den Test zu Time Crisis 3, ein Spiel, das wir auch schon vor einiger Zeit gezeigt haben, das allerdings von der Größe her dann doch eher klein ist. Und deswegen machen wir es heute also an diesem Doppeltesttag. Wir haben unter anderem auch noch Amplitude. Auch da gibt es natürlich den Test. Ist der Nachfolger zu Frequency, also Frequency 2 mit anderem Namen. Und auch ein Titel, der zwar sehr geil ist, aber leider auch jetzt nicht so interessant vom Optischen her. Deshalb auch heute nur zwei Takes. Ein kleines Dankeschön an den Max-Bereich, der zum Glück heute krank ist und mir jetzt so ein Extra-Take gewährt hat. Danke, Marc. Und jetzt gehen wir am besten auch schon gleich ins Spiel. Ich hoffe, nein, das ist das falsche Spiel. Oh, wir könnten jetzt auch mit Time Crisis anfangen. Nein, wir fangen an mit Amplitude. Kamera zurück. Ich muss jetzt nämlich hier kurz umstecken. Das ist generell immer so eine etwas nervige Geschichte bei uns in letzter Zeit. Aber bei zwei Konsolen brauchen wir natürlich auch mehrere Steckanschlüsse. Und ich hoffe mal, dass das jetzt klappt. Hat man jetzt Bild? Ja, wunderbar. Puh. So, jetzt sehe ich leider nichts mehr, aber dann muss ich halt einfach hier so spielen. Wird schon irgendwie gehen. Das ist jetzt mein Charakter, MC Beatmon. Und mit dem werde ich jetzt gleich hier ein bisschen was zeigen. Also es gibt natürlich wieder vier Schwierigkeitsgrade, die auch relativ heftig sind von der reinen Spieltiefe. So, mit was fangen wir an? Ich habe mir extra was ausgesucht. Genau, Bassline, sehr, sehr geil. Ich hoffe, dass ich hier was erkennen kann. Vielleicht kann man es mal einfangen, dass nämlich gerade mein Plasma jetzt natürlich nicht mehr funktioniert und ich demzufolge hier auf was ganz anderem zocken muss. Oder hey, jetzt geht's auch. Ha, ich habe ein Plasma. Wer Amplitude noch nicht kennt und wer zum Beispiel noch gar nichts von Frequency gehört hat, für den jetzt noch mal hier eine kleine Erklärung. Das, was auf mich zukommt, sind Noten. Die sehen nicht so aus, die hören sich aber so an und es sind auch Noten. Und die muss ich ganz einfach mit drei Tasten, also L1 ist auch noch mal eingeblendet, R1 und R2, anstupsen. Natürlich im richtigen Moment. Den richtigen Moment zeigen mir hier diese Kreise an. Und ganz wie wenn ihr zum Beispiel mit, naja, mit einem Musikprogramm Musik machen würdet, so sind auch hier einzelne Spuren. Das zum Beispiel jetzt Gesang, hier Effekte und hier die Drums. Und man hört auch, dass ich jeweils die einzelnen Instrumente bzw. Spuren bespiele. Und wenn ich aufhöre zu spielen, dann gibt es eben auf der Spur auch keine Musik. Das ist jetzt ein Multiplikator, der bringt mir mehr Punkte. Klar, natürlich nur für gewisse Zeit. Und dann sollte ich auch gucken, dass ich den auf Arealen einsetze, wo, ja, wo man auch ein bisschen was davon hat, also wo es auch recht viele Noten gibt. Und dieser Multiplikator, den ihr jetzt seht, das ist der ganz normale Combo-Multiplikator. Den gibt es, wenn man mehrere Spuren nacheinander abarbeitet und quasi im Rhythmus bleibt. Und das war es im Grunde auch schon. Also das ist schon Frequency bzw. Amplitude. Und der erste Teil ist meiner Meinung nach getrost bezeichnbar als einer der besten Bimani-Titel aller Zeiten. Und dementsprechend hoch sind natürlich die Erwartungen jetzt beim zweiten Teil. Wobei hier einiges geändert wurde. Dazu aber im nächsten Take mehr. Jetzt sind wir einfach mal kurz ruhig und hören mal ein bisschen zu. Ich melde mich dann gleich wieder. Okay, im Moment spiele ich auch echt mies. Dabei ist es hier die allererste Stadt, beziehungsweise der allererste Level. Aber man kriegt, glaube ich, schon ganz guten Eindruck, wie das hier funktioniert mit den einzelnen Spuren und dem Anspielen. Und was ich jetzt habe, ist ein Autoplay. Nein, oh, das war ein Slow-Mo, Entschuldigung. Autoplay gibt es aber auch. Das hier hilft mir ein bisschen, etwas kniffligere Situationen dann zu meistern, indem alles eben ein bisschen langsamer abgespielt wird. Also man kriegt es vielleicht mit, wenn ich mich hier verspiele, dann hört man halt auch, dass von dieser Tonspur nichts mehr kommt.
Das war jetzt ein Autoplay. Der hat mir die Spur also quasi abgenommen. Ist halt später ganz praktisch, wenn es wirklich Spuren gibt, die man, ohne sich alle Finger zu brechen, eigentlich nicht mehr meistern kann. Und bevor wir zum Ende kommen, gibt's nochmal Freestyle. Da kann ich jetzt ganz nach Belieben mit diversen Kommandos Freestyle machen. Auch sehr nett. War aber auch im Vorgänger eigentlich ein bisschen unterhaltsamer gelöst. Ja, Moment, liebe Regie, wir sind am Ende. Ja, das war's. Erstes Lied gemeistert. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck bekommen. Wir gehen gleich noch ein bisschen tiefer. Und dann gibt es etwas schwierigere Missionen bzw. Lieder. Also bleibt dran, jetzt gleich hier der Amplitude-Test für die PlayStation 2. Dann hast du es doch so schnell hier rüber geschafft. Ich bin jedes Mal erstaunt, wie du das machst. Heute sehr wechselhaft. Ich bin auch schon ein wenig am Schwitzen. Man sieht sogar. Ja, sieht man es? Du hast das Glück, dass du endlich mal meine Schweißperlen sehen kannst. Die anderen können das leider nicht. Dank der Kameras. Ich habe leider das Pech, dass ich sie auch riechen kann. Ja. Was gibt's denn heute bei dir? Ach, UFO Aftermath. Nein, deine Lieblingsserie sozusagen. Du hast heute groß und besonders die Lieblingsserie of all time. Also sozusagen. Lieber als Resident Evil, lieber als... Und das ist wirklich krass. Ich meine, ich kenne, du liebst Resident Evil. Ja, aber UFO war mein... Auch lieber als Halo, lieber Etienne. UFO war einfach eine sehr, sehr geile Serie. Also ich habe keine Teile gespielt. Da hast du echt was verpasst. Also damals auf dem PC war es wirklich großartig, auf der PlayStation war es nicht mehr ganz so toll, weil man ewig lang gespeichert hat. Aber es gab ja insgesamt drei Teile, die wirklich gut waren. Ja. Und der Rest war ja ein bisschen dumm. Und jetzt sind ja auch schon ein bisschen älter. Ich weiß nur noch, es war irgendwie XCOM irgendwas aus dem Wasser. Terror from the Deep, ja. Terror from the Deep, genau. Das weiß ich noch. Ganz verwirrend. Die hatten teilweise auf verschiedenen Systemen andere Namen. Deswegen kann man da nicht viel drauf halten. Auch sehr geil, aber leider meiner Meinung nach unterschätzt Apokalypse, der dritte Teil. Der, ja, so, was hat den, warum wird der so unterschätzt? Also er war halt optisch einfach nicht schön, aber er hat komplett neue Elemente reingebracht. Das ist ja im Endeffekt egal, wenn er sich gut zockt. Ja, aber ich denke, das war so der Hauptgrund, weshalb keiner zocken wollte. Und vor allem, man konnte zum ersten Mal in Echtzeit spielen, was ja jetzt hier, sag ich mal, perfektioniert wurde. Und man konnte aber auch gleichzeitig in Runden spielen. Ah. Was das Ganze natürlich dann doch sehr nett... Da konnte sich keiner so richtig vielleicht mit anfreunden einfach. Vielleicht. Wer weiß. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ein neues Spiel an. Ich habe es mir schon ausgesucht, Derek, und wir fangen am besten in Amerika an, so wie man einfach Lust und Laune hat, kann man sich das aussuchen. Und wir legen los. Ladezeiten sind recht kurz bei dem Spiel, das freut mich auch, finde ich sehr, sehr cool. Und ich würde sagen, wir machen auch keine Tutorial-Missionen, braucht man nicht. Nee, das ist vollkommen egal. Kann ich vielleicht noch dazu sagen, dass Amerika auch ganz wichtig ist, wenn man, also man sollte in Amerika anfangen, habe ich nämlich gemerkt. Es gibt nämlich später eine Mission, da muss man hin und die ist halt... Ja. In der Nähe. Also wenn man dann schon auf dem Ort ist, hat man es leichter, als wenn man erst hinfliegen muss. Das ist natürlich nur als kleiner Tipp. So, okay. Also die Erde wurde angegriffen von riesigen Raumschiffen. Die haben irgendwelche Sporen abgesondert, dass die ganze Menschheit so ungefähr niedergerafft hat, bis auf ein paar Überlebende, die untergrund gerutscht sind, in irgendwelche Bunker rein. Und wir kommen jetzt aber aus diesen hoch und merken, dass Aliens unsere Erde für sich beansprucht haben. Ich hasse es, wenn das passiert. Das ist echt Mist. So. Wir können jetzt gleich mal sehen, Forschung und Entwicklung, das sind ja auch Sachen, die gab es auch schon in den alten Teilen. Ja, in etwas ähnlicher Form. Also man konnte dann in seiner Basis Forscher beheimaten und dann eben an diversen Sachen forschen. Man konnte Leute beheimaten, die Sachen entwickelt haben und produziert haben. Hier gibt es jetzt halt nur noch diese einzelnen Basen, die sich auf eine Sache beschränken. Sieht man, das ist eine der Basen zum Beispiel hier, da wo ich jetzt gerade bin. Und wie gesagt, das ist mein Personal. Zwei Mannen habe ich bis jetzt nur, ist nicht gerade viel. Vielleicht sollten wir auch mal die Zeit starten. Ein neuer Rekrut ist verfügbar. Fortfahren. Ich glaube, es ist auch der einzige, oder? Ah, nee, okay. Den können wir jetzt gleich dazu klopfen noch. Jetzt könnten wir den hier noch richtig ausstatten. Beispiel Panzerung. Muss man vielleicht sagen, man kann nichts mehr kaufen jetzt, so wie früher. Und man kann auch eigentlich nichts mehr wirklich entwickeln in dem Sinne, sondern man muss eigentlich alles finden. Man kommt ja auf die Erde praktisch aus irgendeinem Untergrund oder so und weiß gar nicht, was eigentlich passiert ist, weiß nur, dass Aliens da sind, hat aber auch kaum Waffen. Aber das Coole ist, wie gesagt, man muss nichts mehr kaufen oder irgendwie so. Die ganzen Waffen, die man hat, von denen hat man so ungefähr unendlich zur Verfügung. Also die billigen Waffen, ja. Später gibt es da noch Waffen, gerade die Alien-Waffen zum Beispiel, die muss man finden. Ja. Aber man kann sie ganz später dann auch produzieren. Also je nachdem, wie lange man spielt, kommen halt immer wieder neue Sachen dazu. So. Ja, wie gesagt, jetzt ist noch nicht so viel zu tun, weil wir jetzt erst einen neuen Rekruten bekommen haben. So, neuer Einsatz. Jetzt gibt es den neuen Einsatz. Den nehmen wir jetzt natürlich gleich mal an, können jetzt zentrieren. Draufklicken, was denn da so los ist. Und da es der einzige Einsatz ist, den wir haben, nehmen wir den doch gleich einfach mal an.
Mit der Zeit fliegen wir hin mit unserem Hubschrauber und da sehen wir schon. Jetzt gibt es noch einen weiteren, aber der interessiert uns nicht, weil wir jetzt schon ein neues Ziel gefunden haben. So, das war jetzt dieser taktische Teil und jetzt geht's halt los in diesen Action-Teil, wo ich mir heute die Haare ausgerauft habe. Echt. Er ist auch sauschwer. Also da muss ich dich auch mal in Schutz nehmen. Leute, zockt's erstmal selbst. Die ersten, ich weiß nicht, fünf Missionen sind die Hölle. Am Anfang sehr, sehr schwer. Ja, der Anfang ist schwer, weil man hat miese Waffen. Man hat eigentlich, du hast ja auch gemerkt, man hat nur die Uzi, die nichts abzieht, nein, keine Reichweite hat. Und die Shotgun, die noch viel weniger Reichweite hat. Die zwar viel abzieht, aber leider null Reichweite hat. An sich von der Entfernung her auch ein bisschen unrealistisch. Also eine Schrotflinte hat ja dann doch schon mehr als 3 Meter Entfernung. So, das ist jetzt das Terrain. Wir können uns natürlich ein bisschen drehen und zoomen. Mehr ranzoomen wird auch gleichzeitig der Winkel der Kamera geändert. Aber so ist, finde ich, mal eine ganz gute Übersicht. So, jetzt ist alles noch hier oben, sieht man hier oben links, der Pause-Modus. Jetzt kann ich meine Mannen auswählen, schon mal Wegpunkte anklicken, zum Beispiel hier. Und wenn ich dann auf Space drücke, laufen sie los, dann läuft die Zeit in Echtzeit ab. Und da sieht man auch zum Beispiel, oh, da ist der erste Gegner. Okay, ich werde jetzt die Kamera noch ausstellen müssen. Habe ich jetzt nicht getan. Hat jetzt eh nicht so toll ausgesehen. Das sollte, glaube ich, eigentlich ganz schlecht ausgesehen. Ja. Und dann noch gleich einer. Wie gesagt, die Kacke wird gleich am Dampfen sein. Ich werde die Kamera noch ein bisschen umändern. Und dann werden wir aber gleich noch richtig was sehen von UFO Aftermath. Du wirst noch bei mir dabei sitzen. Und dann müssen wir ein bisschen unterstützen, ein bisschen Alien-Menschen. Bleibt also dran, UFO Aftermath. Nach diesen Alien-mäßigen Aussichten im PC-Bereich kommen wir hier endlich zu Mobile Games. Und hier gibt es natürlich auch wieder grandiose Themen. Doch, bevor ich mit diesen loslege, muss ich mich bedanken. Zum einen bei René Schulz. Da bedanke ich mich bei im Namen aller meiner Kollegen hier, nicht wahr, Jungs? Simon wundert sich nur, Das ist derjenige, der uns heute dieses Riesenpaket geschickt hat. Mit den 8 Tonnen Schokolade. Mit den 8 Tonnen Schokolade. Danke sehr. Vielen, vielen Dank. Und noch vielen, vielen anderen Sachen, die wir jetzt hier nicht erwähnen werden und möchten, weil, ja, egal. Aber das ist ja nicht der Grund, warum ich hier bin. Nein, es geht heute wieder mal um Mobile Games. Und wir können einfach mal auf die Seite gucken, was denn da heute so das große, große Thema ist. Und da sieht man schon, die liebe Alex hat einen Artikel verfasst zu Meisterdieb. Das Spiel, das ich heute vorstellen werde. Klicken einfach mal drauf, um zu sehen, worum es denn da überhaupt so geht. Kleine nette Story dazu. Also, das Spiel ist nichts für träge Couch-Potatoes, wie die Alex schreibt. Denn hier geht es um flinke, flinke Finger. Man muss als Dieb unterwegs sein und diverse Sachen stehlen. Und das Ganze gibt es für das Nokia 3100, 3300, 3050i, 5100 und das Sharpsgx 10i vom Anbieter Vodafone. Die Kosten werden angezeigt, 3,99 Euro plus. Was noch dazu kommt, sind natürlich die WAP- oder die GPRS-Verbindungskosten, die ihr nicht scheuen solltet. So, aber jetzt würde ich sagen, gehen wir erstmal zum Meisterdieb. Und starten das Ganze mit Action. Wählen dann gleich aus. Ein neues Spiel starten. Und dann gibt es sogar eine kleine Zwischensequenz. Oder Intro sozusagen. Ich warte schon seit über 2 Stunden auf dich. Lass mich nie mehr so lange im Stich. Ich habe einen Auftrag. Für dich ringe in das Anwesen des Millionärs Morgan ein und stehle für mich den gelben Juwel von Kairo. Du kannst den ganzen anderen Kram, den du dort findest, behalten. Bleib nicht länger als 10 Minuten dort und pass auf die Alarmanlagen auf. Hier kommt jetzt nämlich ein wesentlicher Bestandteil des Spiels. Alarmanlagen und 10 Minuten. Denn die Alarmanlagen sind all das, was hier so rot blinkt. Zum Beispiel dieser kleine Knubbel, der hier so rot blinkt. Das ist eine Alarmanlage. Und 10 Minuten heißt, ich darf nur 10 Minuten brauchen, um an diesen Schatz zu kommen. Und jedes Mal, wenn ich eine dieser Alarmanlagen berühre, so wie jetzt gerade, verliere ich 30 Sekunden. Das ist dann natürlich ziemlich, ziemlich schlecht und sollte mir nicht passieren. So, mit den verschiedenen Tasten, mit Taste 8 zum Beispiel, kann ich runtergehen. Oder hier, dieser Strahl ist auch eine Alarmanlage. Ja, muss man natürlich richtig timen. Oh. Aufsperren kann ich nicht, weil ich keine Schlüssel habe. Das ist das Problem. Deswegen muss ich wieder schauen, dass ich durch diese Schranke hindurchkomme. Und dann versuche, an einen Schlüssel zu kommen. Da ist auch wieder eine Schranke. Da muss man natürlich vorsichtig sein. Man kann natürlich auch weitere Sprünge machen. Indem man länger drauf drückt, dann macht man diesen kleinen Salto-Sprung. Sieht sehr, sehr nett aus. Ja, wie gesagt, das Ganze findet ihr bei uns natürlich im Mobile-Games-Bereich. Wie gesagt, 3,99 Euro wird euch das kosten. Dazu kommen dann aber noch, wie gesagt, die WAP-GPRS-Kosten. Und ich finde, ihr solltet euch auf jeden Fall den Artikel von der Alex durchlesen, denn der ist recht nett geschrieben. Und falls ihr Lust habt, gebt doch einfach euren Kommentar ab. Alles im Mobile-Games-Bereich. Willkommen, Cyberathleten und Sportler der Zukunft. Im E-Sports-Bereich heute ein großartiges Thema, ein Match. Ich will nicht sagen, es ist das Match des Jahrhunderts, da würde ich untertreiben, es ist das Match des Jahrtausends, nämlich PG Ludl vom Clan Pro Gaming. Ein kleiner bis mittelgroßer Frosch im Hals. Gegen mich, der absolute FIFA-Noob
vor dem Herrn. Ich möchte euch nur ganz kurz zeigen, damit ihr nicht denkt irgendwie, ja, der Eddie, der sucht sich immer so einfache Gegner raus oder so. Ja, nein. Schaut euch mal hier kurz, Giga-Liga, ja. FIFA-Ladder, wo ist sie? Zack, 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 da, Ranking. Nur damit ihr wisst, wisst ihr, das ist so eine Art Raab in Gefahr, ja. Be ready for Eddie. Das ist jetzt hier Ludl Original. Platz 1, so weit, so gut. Aber wenn wir uns jetzt mal hier die Statistik angucken. 81, 2, 93 Spiele, 81 Siege, 2 Unentschieden, 10 Niederlagen. Unangefochten mit 1438 Punkten auf Platz 1. Also keinen geringeren habe ich mir ausgesucht. Ja? Deshalb gehe ich jetzt auch direkt ins Spiel. Ich hoffe, er hat den Server aufgemacht. Alles ist wie geplant eigentlich. Wir haben das vorhin schon mal getestet in einem kleinen Probematch, wo ich 7-0 gewonnen habe. Oder vielleicht war es auch 7-0 für ihn, ich weiß gar nicht mehr genau. Ich bringe das immer leicht durcheinander, das ist immer mit dem Seitenwechsel und so. Egal. Ja, ich muss dazu sagen, ich habe natürlich FIFA Soccer 2003 schon das öftere Mal gespielt, allerdings nie auf dem PC. Habe aber ja jetzt die Geheimwaffe PlayStation 2 per samt Adapter an den PC angeschlossen. Das heißt, es ist sozusagen das gewöhnte Feeling. Und ich werde jetzt mal gucken, ob der Server da ist. Ihr könnt das ruhig zeigen, wie ich mich hier versuche zu connecten. Das ist gar kein Problem. Habt damit. Wir haben hier nichts zu verbergen. So, Direct IP. Zack. Verbinden. Das ist immer so ein spannender Moment. Das ist so ein bisschen wie in dem Moment, in dem die Spieler mit den kleinen Kindern an der Hand aufs Feld laufen und die Fußballer irgendwann entnervt die Hand wegreißen und jetzt hau ab hier, ich muss spielen. Ja? So ist das im Moment gerade für mich. Ich bin etwas nervös, aber ich denke, ich werde. Mein Ziel, ich habe es ja auch im Artikel geschrieben, ist ein Tor. Ich finde, das ist durchaus machbar. Ich habe vorhin auch einmal aufs Tor geschossen. Und ich meine, da besteht ja durchaus die Möglichkeit, dass eben auch ein Ball reingeht. Verbindung wird aufgebaut. Ja, aber sieht gut aus, weil ich kann die Maus nicht bewegen. Das heißt, es müsste eigentlich... dass da jetzt mal gleich der Server... Kann natürlich sein, dass er die Hosen voll hat und sich gesagt hat, naja, mache ich den Server vielleicht doch nicht auf. Das hat vorhin nicht so lange gedauert, oder? Dann, wisst ihr was, ich rufe da jetzt einfach mal an. Ich habe ja die Nummer vom Ludl. Vielleicht hat er... Weil der kann uns nämlich... Der kommt vom Bodensee, ja? Da, wo der Felix auch herkommt, da haben die noch keinen Kabelanschluss. Und deshalb rufe ich da jetzt mal an, ja? Ah, Ludl, Server ist offen? Okay, ja, ich bin auch drin. Ich wollte nur sagen, viel Glück, ne? Ja, du wirst brauchen, tschö. So, Server ist da, hat ein bisschen länger gedauert, keine Ahnung, wahrscheinlich spielt er mit dem 9-6er-Modem. Ist auch egal. Er spielt übrigens mit Real Madrid. Recht bescheiden gedacht gegen mich, nimmt er irgendwie, weiß ich nicht, FC Wanne Eickel. Aber nein, Real Madrid. Aber kein Problem. Ich wollte kontern mit einem Team, das dem gewachsen ist, mit der Eintracht. Aber gab es nicht, weil das ist ja 2003, da hat die Eintracht noch in anderen Ligen experimentiert. Ach, das ist hier ein bisschen zeitverzögert. Das heißt, es ist nicht so ganz leicht zu steuern. Ich spiele mit Man U. Ja. Major League, ich bin ja auch bescheuert, ey. Moment, falsche Liga. Das ist ja die amerikanische, ich will ja die Premier League. Schwedische, Schweizer, Rest der Welt, österreichische, belgische, brasilianische, dänische, englische. So, seht ihr auch mal, wie das ganz einfach funktioniert, so ein Match aufzusetzen, einer hostet, der andere verbindet sich eben per Direct IP. Liverpool, Manchester City, Man U. Oh, eine schwere Geburt. So. Real, auch noch Heimteam hat er sich ausgesucht. Na, er versucht jeden Vorteil zu kriegen. Ich habe damit kein Problem. Im Stadion von Real Madrid. Have fun, schreibt er. Ich wollte eigentlich auch was schreiben. Ah, egal. So, jetzt wird's spannend.
Da sehen wir es. Ein nettes Team hat der Raul und Ronaldo im Sturm. Ich habe mit Nistelrooy und Scholes natürlich auch was. Das ist natürlich David Beckham, Roy Keane im Mittelfeld. Martes im Tor habe ich. Er hat immerhin Iker Casillas, den habe ich schon mal in echt kennengelernt. Beim FIFA 2002, bei der FIFA 2002 Präsentation in Paris, da habe ich dem mal ein Ding reingelegt, dem Casillas, der kann gar nichts. Für mich absolut überbewertet, der Torhüter, ja. Ich habe links-rechts Körpertäuschung drin war das Ding. So, er lädt. Wieso lädt er eigentlich so lang? Vorhin haben wir uns connected. Vielleicht hätten wir die IP doch nicht im Fernsehen zeigen sollen. So im Nachhinein. War es vielleicht... hat man nur zu kurz gesehen. So, los geht's. Die Teams marschieren ein. Ich in Blau von rechts nach links. Er von links nach rechts in Weiß. Jetzt gib es auf den Sack, Ludl! Danke, Tom. Dann kann es ja gleich losgehen. Das erste Tor in dieser Begegnung. Das Praktische ist, ich muss es nicht mal kommentieren, weil der Kommentar schon eingebaut ist. Stark sind, könnte das schon einer Vorentscheidung gleichkommen. Danke, Florian. Er gibt natürlich alles. Er weiß, dass das jetzt im Fernsehen übertragen wird. Jetzt hat er einen Lauf. Aber kein Problem, die Verteidigung steht. Ihr seht es hier, null Chancen über außen. Beckham am Ball, wird jetzt natürlich den Mann schicken. Oder nicht, oder doch, oder? Da kriegt er den Ball. Den hat er brillant geblockt. Endstation, Verteidigung. Foul. Guck mal, hier hat er noch gerempelt. Und wieder abgefangen und nach außen. Ja, denkst du, ich passe da hin, oder was? Ich bin auch nicht erst seit gestern. Und Schuss aus zweiter Reihe. Oh! Herr Ludl, musst du aufpassen. Was für eine Verschwendung, von da zu schießen. Was für eine Verschwendung, das war ein großartiger Schuss. Weiter Abschlag. Da hat er mir selber von abgeraten. Vorhin hat mir natürlich ein paar Tipps gegeben, der Ludl, war echt ein fairer Spieler und hat gemeint, soll man nicht machen, weil er meistens beim Gegner landet, aber wahrscheinlich nur, wenn man nicht weiß, wie es geht. Ja, danke für den Ball, den nehme ich doch gerade. Danke an und da tanzt er ihn aus. Es ist ja unglaublich, was hier. 93 Spiele in der Giga-Liga. Hauen um, treten um. 93 Spiele in der Giga-Liga hat der Kollege gemacht. Der Torwart lässt sich hier auf kein Risiko ein und macht einen Satz das ist in Richtung des Balls. Nicht schlecht. Ziemlich defensiv ausgerichtet, ihr Spiel im Moment. Über außen. Oh, sie holen sich den Ball im Mittelfeld zurück. Schöner Pass nach vorne. Schnell reagiert und den muss er doch verschieben. Oh, schön von Keane abgewehrt. Das ist Manu, ja. Souveräner Pass. Fast so gut wie die Verteidigung der Eintracht. Hinten wieder in Ballbesitz gelangt. Sie dann. Aber ich kann nicht erkennen. Es wird Zeit, dass das hier endlich ein Tor fällt. Doch jetzt verfehlt das Tor. Enttäuschung pur auf der ganzen Luis Figo. Ich kann nicht erkennen, dass hier... Also würde man jetzt nicht sagen, wer links und wer rechts spielt, beziehungsweise wer Real und wer Manu spielt. Man könnte auch meinen, dass Manu von einem der besten FIFA-Spieler Deutschlands gespielt wird. Ja? Das will ich an der Stelle einfach nur mal festhalten. Den Ball auf der Seite mit diesem Abstoß angespielt. Ran da ran. Oh, gute Chance, auch der Torwart meistert diese Aufgabe hervorragend. Gut gemacht. Manche Torhüter lassen den Ball nur abklatschen, aber er lässt ihn nicht wieder los. Das war hier faul abgestürzt. So was muss man eigentlich auch pfeifen. Sie haben sich den Ball zurückgeholt. Aber ich habe noch nicht so richtig oft und schon ist der Gegner wieder in Ballbesitz. Salgado. Der Pass kann sich sehen lassen. Dreht um. Schön. Ah, Mann. Es ist verdammt schwer, hier mal einen Alleingang zu starten. Er weiß, dass er den Ball fordern kann, wenn er genügend Raum hat. Ist ja auch eigentlich unrealistisch, aber das mache ich so gerne bei so Fußballspielen. Er schießt! Spektakuläre Faustabwehr. Aus einer unglücklichen Netter Position Schuss. Hat er dennoch noch gehalten. Das waren gut und gerne 30 Meter. Was können Sie aus der Ecke machen? Wieso spielt er denn auch nicht? Ah, weg damit! Schlecht, dass sie da den Ball abgegeben haben. Starker Block des Defensivmannes. Er den Ball aus dem Gefahrenbereich. Da war der Torhüter jetzt in einer ungünstigen aber Position und dennoch konnte er nicht verwandeln. Ah, kein Problem. Dieser Eckstoß im Tor kann eigentlich nicht schief gehen. Ich glaube, ich sollte echt mal mehr in der Giga-Liga spielen. Ich habe Chancen auf den Grand Slam. Manchester United ist in Ballbesitz und bisher ist immer noch kein Tor gefallen.
Gut gepasst. Aber irgendwie ist immer Endstation kurz vorm Strafraum. Da bringt er sich in eine gute Position. Ärgerlich. Schöne Pässe hier. Aufs Tor! Oh, und er hat ihn gehalten. Das war schon toll, wie der Torwart diesen Ball gehalten hat. Das sah nach einem sicheren Tor aus, aber der Keeper hat ausgezeichnet. Einen Angriff mache ich noch. Sie halten den Ball hinten sicher in den eigenen Reihen. Bei ihm sitzt einfach jeder Pass. Korrekt. Er spielt Pässe wie kaum ein anderer. Na? Ja, den hat er noch. Das ist natürlich Flanke? Schwieriger, den Ball unter Kontrolle zu behalten. An der Stelle pausiere ich das Ganze mal. Wir machen gleich weiter. Mit dieser Partie ungekürzt, ungeschnitten. Also bleibt dran, dann seht ihr noch, wie ich den Ludel verhau. Willkommen zurück zur FIFA-Weltmeisterschaft, so ungefähr. FIFA 2003, ein großartiges Match. Ich habe den ersten in der Giga-Liga gefordert, und zwar PG Ludel. Und wir mussten aus Zeitgründen die erste Halbzeit schon zu Ende spielen. Er hat eigentlich nicht viel verpasst. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit hat er ein Tor geschossen. Es steht 1-0 für ihn, und wir machen jetzt komplett ungeschnitten die komplette zweite Halbzeit. Ich gebe ihm das Signal und direkt weiter. Aber ich muss sagen, 1-0 ist noch, also es ist noch alles drin. Ich hatte übrigens einen schön rausgespielten Torschuss, aber der Abschluss war ein bisschen daneben. Ach, schade. Ich habe das mit dem in den Laufspielen noch nicht so raus. Man kann ja bei FIFA 2003 den Mann quasi in die Tiefe schicken. Oh, dumm. Eine gute Möglichkeit. Aber da bin ich noch nicht so fit drin. Und er hat auch ein schönes Tor geschossen aus der zweiten Reihe. Abgefangen. Der findet den Weg ins Tor nicht mehr. Elgera. Und irgendwie habe ich die Turbo-Taste noch nicht so richtig für mich entdeckt. Ach Gott. Ja, ja, klar. Vielleicht sollten sie versuchen, näher ans Tor zu kommen. Von da aus haben sie wohl nie Erfolg. Da ist der Ball wieder im Spiel. Ferdinand. Veron. Nein. Er fordert den Ball. Da verliert er wieder den Ball. Die Abwehr jetzt im Ballbesitz. Das sah nach abseits aus, aber der Schiedsrichter lässt weiterspielen. Abgeblockt. Tadellose Abwehrarbeit. Den Treffer toll verhindert. Ich muss sagen, die Verteidigung von ManU wäre nur halb so gut, wenn ich sie nicht steuern würde. Wir haben sie den Ball. Nein, sie die abseits. Machen? Nicht, doch nicht. Jetzt hat er einen Lauf. Vielleicht sollte ich mal die Abseitsfalle einstellen. Hier ist der immer da. Dazwischen. Fantastisch. Das ist aber ein gutes Spiel. Also gibt's dafür noch Gelb? Besser als die letzten 30 Spiele der deutschen Nationalmannschaft. Gelb für diese Aktion. Kann nichts sagen. Beschweren kann er sich über die gelbe Karte nicht. Gerechtfertigte Vermahnung. Ach, was ist denn das für ein Backstein gewesen? Abseits. Mit den Fingerspitzen vor Schiri. Weg mit dem Ball aus der Gefahrenzone. 56. Spielminute. Merkwürdiger Pass, der trotzdem ankommt. Glück gehabt. Er verschafft sich Freiraum durch diesen Sprint. Abseits. Der steht im Abseits. Da macht der Torhüter einen guten Job. Ein Schuss nach dem anderen auf sein Tor. Die Verteidiger müssten mal ein wenig Druck vom Torwart nehmen. Irgendwie sollte ich vielleicht mal den Radar anschalten. Das nächste Mal. Ich glaube, der ist hilfreich. Was macht er denn jetzt? Oh, ich glaube, er will ein bisschen spielen. Ich glaube, er will ein bisschen spielen. Da spiele ich auch mal mit dem Torwart. Den Pass schön gespielt. Da steht doch keiner. Schnell reagiert und sich selbst Raum verschafft. Großartig. Nice, Ludi. Nice. War doch gar keiner verletzt. Hätte den Ball gar nicht ausspielen müssen. Neville. So, Beckham jetzt aber hier. Manchester United ist am Ball und versucht, zurück ins Spiel zu kommen. Wenn es so bleibt, verlieren sie das Spiel mit einem Torunterschied. Ich will doch auch endlich mal aufs Tor schießen. Aber man merkt schon, wie er den Ball laufen lassen kann. Also das ist schon... Ich komme mit meiner... Abseits! Ich komme mit meiner Verteidigung nicht so richtig nah. Sie gelangen in Ballbesitz und das in dieser erfolgsversprechenden Position. Torschuss verhindert. Ah, Mist. Wollte ich nicht schießen. Ballannahme mit der Brust. Ist ein bisschen doof, weil man ja mit der Schusstaste auch gleichzeitig die Verteidigungshaltung einnimmt. Rechte der nach dem Ball, super. Den hat der Keeper und außersehen dann manchmal eben schießt. Also mir geht's zumindest so. Übrigens, wenn ihr noch Tipps habt, wenn ihr irgendwie Profi-FIFA-Spieler seid oder euch da gut auskennt, ich bin für jeden Tipp dankbar.
Da bringt er sich in eine gute Position. Bin sicherlich noch ein absoluter Noob, aber den Ball abnehmen lassen und damit eine gute Chance. Mein Ziel, ein Tor zu schießen. Kann er ihn reinmachen? Super Parade, kein Tor. Ich weiß nicht, ob das jetzt Unvermögen ist oder ob er einfach nur spielt, aber das war echt eine hundertprozentige. Gut gespielt. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Abseitsregel wird hier nicht. Das war knapp, der Ball streifte noch die Quelle. Wie konnte er den nur vergeigen aus dieser Position? 73. Minute, oh Mann, oh Mann. Ferdinand. Ah, ich habe noch nicht einmal in dieser Halbzeit aufs Tor geschossen. Das ist wirklich ein Spiel auf ein Tor. Da prescht er nach vorne. Und da hat ein Verteidiger den Ball. An wen soll der denn kommen? An die Brust. Aber es ist wirklich, diese weiten Abschläge landen immer beim Gegner. Das ist ein Tor. Ach nein. Das ist das Tor. Raul war es, oder? Das zweite Tor dieser Partie führt zum 2:0. Ah, verlieren sie schon wieder den Ball. Da fordert er den Pass, wird der Mitspieler ihn sehen. Sigo. Gute Abwehrarbeit, als hätten sie es gehabt. Sieht vielversprechend aus. Der ist drin. Raul. 3-0. Ich glaube, das ist die Vorentscheidung. Ich meine, es ist noch nichts verloren. Ich bin Optimist, aber vielleicht jetzt mal ein Alleingang von Beckham, wenigstens mal das Ding noch da reinzimmern. Das kann doch nicht sein. Jetzt hat er hier aber. Roberto Carlos. Was für ein. Nein! Er rettet mit den Fingerspitzen, aber der Ball ist noch im Spiel. Das ist eine Chance. Nein! Dass er diesen Schuss aus dem Extra vor, Jungs, vor. Gehalten. Aus dieser Position hätte der Ball eigentlich reingehen müssen. Guter Pass. Ah, Mann, ich komme nicht mal aus der eigenen Hälfte. Das kann doch nicht sein. Kleine. Gut gesehen. Fiese. Mann. Bei diesem Pass war nicht nur Können, sondern auch jede Menge Glück im Spiel. Hautnetz, Blutgrätsche. Und der Torhüter entschärft die Situation. Zurück mit dem Ball. Er fordert den Ball. Sind wir hier auf dem Betzenberg oder was? Können wir jetzt mal hier... Das könnte noch gefährlich sein. Ich glaube, ich mache zu viele Alleingänge. Ich passe irgendwie nicht. Und damit jetzt... Ja. Abstoß. Okay, 90. Minute, 3-0. 27 Schüsse aufs Tor zu 3 Schüsse aufs Tor. Ich würde sagen, die Statistik spricht für mich. Nur das Ergebnis nicht. Auf den Flügel gespielt. Das ist der Schlusspfiff. Gleichbedeutend mit dem Sieg. Spieler und Trainer verlassen zufriedenen Platz. Das war's. 3-0. Torhüter liebt es, gewinnt PG. Ludl. Was soll ich sagen? Ich finde, es war knapp. Es war... durchaus ausgeglichen, mehr Glück auf Seiten von Ludl, der die 2-3 Chancen, die er hatte, mit viel Glück genutzt hat. Gleich gibt es ein Telefoninterview mit dem werten Herrn, dann werde ich ihn mal fragen, was ich falsch gemacht habe und warum er so viel mehr Glück hatte als ich. Ja? Und wenn ihr Fragen habt an PG Ludl, dann könnt ihr mir sie jetzt noch schreiben, dann werde ich sie mir auch stellen und ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten Take. Das hat mich doch glatt mein eigenes Take überrascht. Ich hätte noch gar nicht gedacht, dass ich jetzt schon dran bin. Haha, der hat das Spiel noch nicht gestartet. Ja, dann starten wir. Ja, das dauert immer ein bisschen. Wie gesagt, die Version, die wir bekommen haben, ich habe festgestellt, die ist noch ziemlich komisch, buggy. Gell? Die ist buggy. Es startet irgendwie mit komischen MS-DOS-Menüs. Es ist sehr seltsam. Das Intro hat bis jetzt von den 20 Mal, die ich gestartet habe, ungefähr einmal funktioniert. Ja, und bei mir ist die Installation zweimal abgestürzt. Also sehr komisch. Sehr seltsam, aber wenn es dann läuft, dann läuft es auch. Und das ist vor allen Dingen die Finalversion. Muss man gleich mal sagen, ja. So sieht das aus, wenn es dann in die Läden kommt oder ist er bereits in den Läden. So, ich mag jetzt ein Spiel laden. Und ich habe die erste Mission jetzt schon geschafft. Die war wirklich nur simpel. Da waren, ich sollte zwei Aliens nur erkennen, sozusagen. Also dass man sie einfach nur sehen, sich, ja. Dass man sie sieht. Und dann, das war dann die ganze Mission, das war es dann schon. Oh, der ist schon ein bisschen aber mehr los. Jetzt gibt es schon, wie gesagt, dann sind auf einmal die Aufträge einfach hochgesprossen. Hochgesprossen, sagt man das so? Ja, da, also wenn wir das sagen, wir sind unendlich. Haben wir noch Personal, dass wir... Nee, wir haben genügend Personal, mehr haben wir noch nicht. Aber wir können jetzt mal gucken, zum Beispiel, wir können auch mal kurz zeigen, ha,
was man denn so machen kann. Man kann nämlich auch trainieren zum Beispiel. Wenn wir jetzt anschauen, den könnte ich jetzt schon zum Scharfschützen trainieren. Das würde dann aber allerdings jede Menge Zeit brauchen. Ja, es dauert immer ein bisschen. Und ich glaube, am Anfang, ich warte noch lieber ein bisschen, bis ich ein bisschen mehr Leute habe. Ja. Aber später, wenn man dann mehr als die 7 hat, die man ohnehin mitnehmen darf, lohnt sich das wirklich sehr. Da kann man dann Scharfschützen draus machen. Ärzte sind sehr wichtig. Ja. Alles sehr, sehr geile Sachen. Hier sind die Eigenschaften, auf die man nach Mission, wenn man genügend Erfahrungspunkte gesammelt hat, auf die man Sachen, Punkte verteilen kann. Und die beeinflussen dann wiederum diese Fähigkeiten, die hier angezeigt werden. So. Klingt kompliziert, ist aber eigentlich ganz einfach. Wird einem dann immer auch genau gezeigt. Ich finde, das Spiel sieht wirklich kompliziert aus. Ist eigentlich relativ simpel zu spielen. Bloß ich finde halt, wie gesagt, im Spiel selbst. So, meinst du, das hier sollte man mal machen? Oh ja, das sind immer die wichtigen Missionen. Weil die bei uns direkt im Territorium ist. Also vielleicht als Erklärung, das ist unser Territorium, in dem wir quasi die Radarkontrolle haben über die Gegner. Und in dem, das gehört quasi uns und da haben wir unsere Basen. Und das müssen wir natürlich ausweiten. Und da müssen wir aufpassen, dass die Aliens natürlich nicht zurückerobern. Was ziemlich doof wäre. Verdammt, gerade jetzt in dem Moment ist ein neuer Rekrut verfügbar geworden. Hätte ich noch mit dem Fisch ziehen können. Ist immer so. Meistens kurz bevor du ankommst, ist irgendwas Tolles fertig. Ja, wie gesagt, ich finde es ziemlich schwer, weil man halt, sobald man auf so einer Map ist, sind sehr, sehr viele Aliens da. Und die schießen weiter, die zielen besser. Und wie gesagt, wenn man die Gebäude nicht benutzt, hat man sowieso keine Chance. Das ist zum Glück gut, wenn man ein Gebäude hat. Aber ich hatte schon echt 3-4 Maps, wo halt gar nichts stand, wo ich mitten in der Prärie war. Das klang aber auch alles sehr seltsam. Da musst du echt direkt über der Wüste abgestürzt sein oder so. Ja. Weil das waren wirklich Missionen, wo gar nichts war. Einfach nur Dreck. So, laufen wir einfach mal los. Und wir müssen erstmal gucken, was sind unsere Einsatzziele? Eliminieren Sie mindestens 4 Transgenanten. Okay, also 4 von den Typen muss ich jetzt irgendwie den Garaus machen, so gut wie möglich natürlich. All done, sir. Ja, ihr seid brav hin und her gelaufen, das ist schön. Man kann natürlich also so kleine Waypoints geben und kann auch wirklich wichtigere, ausdauerndere Missionen geben sozusagen. Aber die sagt, Sache, hinlaufen, dann angreifen. Die halt ein bisschen nervig ist, was du halt auch schon festgestellt hast, dass wenn jetzt zum Beispiel hier ein Gegner wäre und ich möchte auf den schießen, dann schießen die halt nicht, weil sie ja halt da sind, weil man erst über die Waypoints da in die Nähe laufen muss. Aber wie gesagt, sonst würde auch das vom Spielprinzip alles nicht so ganz hinhauen. Ist aber schon ein bisschen ungünstig. Also es gab halt zum Beispiel als Vergleich den dritten Teil, wo man einfach vor der Mission wählen konnte, will ich es in Echtzeit spielen, also komplett ohne Pausen, oder will ich es in Rundenzeit spielen. Ja. Und das war, wie ich finde, die perfekte Lösung. Man konnte einfach machen, wie man wollte. Man konnte Missionen schnell machen in Echtzeit, wenn man die entsprechenden Leute hatte. Oh, da ist er. Eben in Runden. Jetzt mache ich mal meine Waypoints hier weg. Marschiere davor. Ich hoffe, der hat keine Knarre. Der hat eine Knarre. Ja, das ist immer all done, sir. Assig, diese Ich könnte jetzt natürlich mal versuchen, mit einer Granate. Du könntest eine Granate werfen, du könntest aber auch einfach warten, bis der kommt, weil du könntest ihn mit der Schrotflinte schon ordentlich einheizen. Aber du musst auf den linken aufpassen, weil der ist angeschossen. Ich glaube, ich probiere es trotzdem mal mit einer Granate. Und zwar vom Run hier. Einfach draufklicken. Und dann die Uzi runternehmen. Das finde ich halt auch so ein bisschen nervig, dass man halt das nicht ein bisschen einfacher dieses Menü erreichen kann oder einfacher die ganzen Sachen hier sofort einsetzen kann über kleine Tastenkürzel. Oder habe ich zumindest noch nicht gefunden, ich weiß nicht, ob es geht. Ich habe irgendwann mal, ich glaube aus Versehen, wirklich einen Tastenkürzel erwischt, wo er die Granate sofort in der Hand hatte. Aber Junge. Jetzt musst du, jetzt muss ich erst ein bisschen warten und jetzt geht's wieder. So, jetzt wirft er die Granate, wollen wir nur hoffen, dass er auch getroffen hat. Ja! Juhu! Perfekter Treffer. Sehr schön. Das macht natürlich Freude. Und jetzt kommt eine Sache. Was würdest du jetzt sagen, sollten wir am besten machen? Wie? Okay. Was? Speichern. Ah! Ja, natürlich speichern. Denn das wird man sehr oft machen. Ja, das habe ich heute festgestellt. Sobald man immer einen Alien tötet, sollte man sofort speichern, weil man weiß nicht, was einen noch erwartet. Und man will keinen Mann verlieren. Sollte man wirklich nicht. Nein, das macht nämlich echt Sinn, weil die Leute einfach so gut ausgebildet sind nach einer Zeit. Und das ist viel wichtiger als noch bei den vorangegangenen Teilen, dass man die Leute wirklich behält. Okay, ich werde jetzt hier noch ein bisschen weiter zocken. Wir werden aber gleich noch mehr sehen von UFO Aftermath. Du wirst wieder hoffentlich dabei sein. Werden wir noch ein bisschen philosophieren, diskutieren über UFO Aftermath. Bleibt also dran. Willkommen zurück im einzigen Bereich, der heute 2 Tests hat. Und im einzigen Bereich, der heute überhaupt Tests hat, nämlich dem Konsolenbereich. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. Irgendjemand hat da überzogen. Und deswegen haben wir nur 5,5 Minuten, das reicht gerade mal für ein Lied bei Amplitude bzw. Frequency 2. Aber bevor wir jetzt gleich ins Getümmel uns stürzen, müssen wir noch mal ganz kurz den Test dazu angucken. Den gibt's im Konsolenbereich auf giga.de, heute nämlich Doppeltests zu Time Crisis 3 und zu Amplitude. Können wir da drauf gehen? Weil dann kann ich das zeigen.
So, das ist Time Crisis 3 Test, das ist der Amplitude Test. Und ganz wichtig, welche Wertung habe ich wohl gegeben? Ich bin selbst total gespannt. 84%! Sag mal, hat der es noch alle 84% für so ein Spiel? Ja! Viele Leute beschweren sich schon wieder im Comments-Bereich, dass ich da etwas zu tief in die Wertungskiste gegriffen habe, aber das stimmt nicht. Ihr müsst ja auch immer sehen, die Wertung basiert natürlich auf dem Genre. Und Frequency 2 ist ganz klar ein Bemani-Titel, also ein Musiktitel, wie auch immer. Und da ist es auf jeden Fall eine 84. Also Frequency ist meiner Meinung nach sogar noch besser, also würde so um die 88 kriegen. Aber der zweite Teil ist auch nicht schlecht, gerade auch wegen der Online-Anbindung, die nochmal richtig reinhaut in die Wertung. Deswegen guckt es euch erstmal an, bevor ihr motzt, und bleibt jetzt vielleicht einfach mal dran. Ich habe ganz viele Mails bekommen, dass ich nochmal Blink zeigen soll. Und das passt ganz gut, weil es eben auch eines der etwas schwierigeren Lieder ist. Deswegen versuche ich jetzt relativ ruhig zu sein und mich mal ein bisschen auf das Spielen zu konzentrieren. Das ist nämlich gar nicht einfach, gleichzeitig im Rhythmus zu bleiben und dann noch zu reden. Also wenn ihr nicht wisst, was ich hier zocke, dann lest euch am besten mal meinen Test durch. Denn ich muss jetzt hier erstmal ruhig sein. Hallo? Hallo? Okay, jetzt. Also. So, jetzt kann ich kurz reden. Das sind, wie gesagt, die einzelnen Spuren. Und neu ist hier auf jeden Fall, dass man jetzt auch... Boah, das ist echt schwer, gleichzeitig zu reden. Neu ist jetzt auch, dass man eben online spielen kann, wie vorhin schon erwähnt. Und das bedeutet, dass ihr nicht nur eigene Remixe erstellen und online hochfahren könnt, sondern ihr könnt auch die Remixe von anderen spielen. Sehr nett. Und ihr könnt vor allem auch online gegen andere Frequency-Künstler antreten. Okay, jetzt bin ich mal ruhig. Ich sehe schon, das funktioniert heute gar nicht. So, Freestyle ein bisschen, auch immer ganz nett. Sollte man halt erst dann einsetzen, wenn man entsprechend Multiplikator hat. In dem Fall nur zwei, nicht so gut. So, jetzt wieder eine Runde. Ihr seht links immer, wie weit ich bin. Oh. Okay, das ist dann eine Spur, die doch etwas zu schwierig ist, wenn man gleichzeitig noch reden muss. Oh, okay, das war's. Ich gebe es auf. Also der fünfte Level ist dann, oder der sechste Level ist da sogar schon, etwas zu schwierig. Aber ich kann euch beweisen, dass ich es durchgespielt habe. Ja, jetzt an der Stelle ist es aber auch Wurst. Wir gehen nämlich... zurück, haben noch ein bisschen Zeit und starten jetzt einfach noch mal irgendein anderes Lied. Mal schauen, was noch da ist. So, das sind wie gesagt die einzelnen Levels. Und da will ich jetzt aber nicht hin, sondern ich gehe noch mal ganz schnell in Neotropolis und wähle da jetzt einfach mal... Ich glaube, das hatten wir auch noch nicht. Oder, liebe Regie, hatten wir noch nicht, oder? Ihr seid doch da musikalisch komplett interessiert und kennt euch da total aus. Okay. Das ist Amplitude. Ein total tolles Spiel. Ja. Ich habe noch eine Minute und in der Minute werde ich nochmal Mixmaster Bim-J-mäßig abrotten. Ja, die Drums sind meistens immer noch am einfachsten. Mal gucken, wo ich den Autofänger einsetze. Ja, hier ganz praktisch. Die Musik ist mit das Wichtigste natürlich am Spiel. Und da muss ich persönlich sagen, als Fan von, ich sag mal, Big Beat und recht nettem, lustigen House, gibt es mir doch ein bisschen zu viel Trance und irgendwie zu viel Sachen, die da eigentlich gar nicht reingehören, wie zum Beispiel Blink oder Pink. Die hören sich zwar ganz nett an, aber passen halt vom Stil her eigentlich halt gar nicht zum Spiel.
Deswegen ist es eine reine Geschmackssache. Ihr könnt es euch überlegen. Also ich persönlich empfehle allen Einsteigern ganz klar Frequency Teil 1, weil die Optik ist eigentlich ziemlich egal. Und wer den ersten Teil hat, wird auch mit dem zweiten Spaß haben. Ansonsten viel Spaß mit den Bemani-Titeln. Und jetzt gibt es gleich noch Time Crisis 3 für die PlayStation 2, auch den großen Test. Und die Wertung erfahrt ihr dann hier bei mir. Was mir aufgefallen ist, ich habe noch überhaupt keine E-Mail bekommen, dass den Leuten noch nicht aufgefallen ist, dass der Max-Bereich abgeschafft wurde. Ja, wahrscheinlich, weil die Leute immer abschalten. Ich meine, ihr schaltet routiniert dann immer ab, erwischt dann wahrscheinlich den E-Sports-Bereich, aber auch nicht weiter schlimm. Und kommt dann bei den wirklich wichtigen Takes im Konsolenbereich wieder rein. Oder im PC-Bereich. Ja, muss ich ja jetzt sagen. Ja, ja, sonst würdest du nicht hier sitzen. Denn wir haben ein Thema, das besonders dir auch am Herzen liegt. Stimmt. UFO Aftermath heißt das Spiel. Besser als meine Themen. Naja, ist ja auch wieder Geschmackssache. Wie gesagt, Bimani ist in manchen Ländern sehr, sehr... Ja, ich bin auch Bimani-Fan, aber UFO ist dann doch schon was ganz Besonderes. Ja, wurde ja auch lange angekündigt. Man hat ja lange darauf gewartet. Stimmt, ich glaube, so 5 Jahre war es in der Entwicklung. Ungefähr, ja. 2 verschiedene Varianten gab es dann auch. Von, ja. Unterschiedlichen Namen erst gehabt. Keine Ahnung, steht, glaube ich, alles im Artikel. Aber... steht, glaube ich, alles im Artikel. War! Ja, und ich habe jetzt die zweite Mission geschafft. Mir ist aufgefallen, ich habe dieses Mal echt einen viel, viel besseren Start gehabt. Ich weiß auch nicht, warum die Mission... Viel, viel fairer. Beim letzten Mal hatte ich echt gleich so ein Mega-Monster von Anfang an. Das stimmt. Du hast diese ganz großen gehabt, die sind fast wie Panzer eigentlich später im Spiel. Die diese Gift spucken. Ja, sehr, sehr ekelhaft. Wobei, ich glaube, es liegt daran, dass du dir zu viel Zeit gelassen hast. Du hast zu lange gewartet mit dem Ganzen. Kann sein, natürlich. Und irgendwann kommen halt die dickeren Monster und dann hast du immer noch deine miesen Waffen. So, ich habe jetzt mittlerweile eine Waffe dazu bekommen, eine Pistole. Ich weiß nicht, soll ich die mal zum Beispiel, können wir jetzt anschauen, warte mal, wo habe ich sie denn? Pistolen. Soll ich die vielleicht lieber nehmen anstatt dem Ding? Ich weiß nicht, also ich persönlich behalte lieber die Uzi als, okay. Ich meine, die Desert Eagle schlägt halt schon ein bisschen mehr durch, aber also Pistolen habe ich generell kaum benutzt. Ich warte einfach, sobald die Gewehre und da sind. Jetzt gibt es natürlich verschiedene Missionen. Diese hier in dieses Gebiet müssen wir einnehmen. Was ist denn immer so Dringlichkeit? Also hoch heißt natürlich, das sollte ich jetzt auf jeden Fall machen. Ja, oder? Aber die meisten sind immer hoch. Also es gibt ein paar, die sind dann eher so niedrig. Ist halt eine ganz nette Richtlinie, wenn man nicht weiß, welche man zuerst nehmen soll. Ist aber eigentlich auch egal. Okay. Du kannst ja mal einen delegieren. Du kannst zum Beispiel, das ist auch was Neues. Bei UFO gab es vorher noch nie, dass man Aufgaben delegieren kann an Einheiten, die dann quasi autonom dahin fahren und das Ganze untersuchen. Dann mache ich das doch mal einfach. Also wenn du es jetzt delegierst, ist es weg, ja. So, ich würde sagen, wir wagen uns gleich mal hier an dieses. Wenn wir unser Gebiet sichern wollen und ausdehnen wollen, müssen wir halt dieses hier einnehmen. Ich glaube, das machen wir einfach mal. Ja, das ist ganz wichtig. Man muss natürlich im Laufe der Zeit dann die komplette Erde umspannen mit seinem XCOM-Netz. Ja. Denn schließlich muss man die ja zurückerobern. Ja. Also ich kann vielleicht von mir mal erzählen, ich bin jetzt hier schon relativ weit, ich habe schon fast Amerika, also gehört schon mir sozusagen. Richtig interessant wird es dann auch, was wir später wahrscheinlich noch sehen werden, wenn dann die ersten UFOs kommen, wir haben unser UFO-Ortssystem und dann gibt es so richtige kleine Dogfights. Sehr geil gemacht, wirklich dieses Abfangen auch cool. Der UFOs sieht war noch nie so schön. Sind das so kleine Renderfilmchen nur, aber sie sind dennoch cool gemacht. Sieht nett aus. Ja. Ready. So, hier haben wir jetzt wieder unser Team, ich habe jetzt mittlerweile einen Rekruten mehr, einer hat eine Shotgun. Und hier sieht man auch gleich hier unten zum Beispiel, könnte ich jetzt einstellen, ob sie laufen wollen, ob sie sich jetzt hinten hin sollen und so. Aber ich lasse es einfach mal so. Und da sind wir bei einer dieser Maps, die ich absolut hasse. Die hatte ich wirklich nie. Ich frage mich wirklich, wo du immer hingehst, dass du diese Maps kriegst. Echt? Weil da hat man mit den Waffen wirklich kaum Chance. Irgendwo in der Tundra, wo halt echt nichts ist. Wo man wirklich sagen kann, ja, jetzt kriegt man halt einfach ganz, ganz böse auf die Eier. Ja, man könnte eventuell mit Granaten was reißen, aber selbst da wahrscheinlich nicht. Ja, nicht. Wir schauen erstmal, was unser Ziel ist. Erleben Sie mindestens, ja, gut, mindestens drei. Das geht ja noch. Kommt drauf an, was es ist. Ja, der sieht doch. Der Moral Man, ja, okay. Moral Man, habe ich gemerkt, Granaten sind bei dem echt hervorragend teilweise. Ja, der hält halt auch nichts aus. Nett finde ich ja, dass sich die Entwickler auch jedes Mal eine, also nicht nur andere Story überlegen, sondern auch komplett andere Aliens. Also das sind ja jetzt wirklich total abgefahrene Viecher, die halt irgendwie aus den vergammelten Körpern von den zuvor vernichteten Menschen bestehen. Sehr nett. Ja, das hat man auch im Intro so ein bisschen gesehen, was da so passiert ist. Leider, wie gesagt, funktioniert das hier nicht so richtig. Das ist echt seltsam. Der Rechner ist verflucht. Ich habe schon wieder irgendwas an den Grafikeinstellungen oder Funktionen gemacht, dass wieder die ganze Zeit gestoppt wird. Okay, greift euch mal. Du solltest jetzt ganz schnell erstmal den Chopper angreifen. Wie gesagt, die Uzi ist wirklich teilweise... Ja, und so schnell kann es gehen. Den Moralman hast du immer noch gekriegt? Den Moralman habe ich noch bekommen, aber... Der Chopper macht die alle. I'm hit. Ey, der ist doch sonst normalerweise nicht so stark, der Chomper. Naja, du wirst ja auch gleichzeitig noch beschossen. Also, man hätte mit Granaten wahrscheinlich eher was ausrichten können. Stimmt, wäre vielleicht besser gewesen, aber jetzt ist ein bisschen zu spät dafür. Da steht er auf einsamer Flur und kann eigentlich gar nichts mehr machen.
Nee. Außer ab und zu mal ballern. Aber vielleicht, hey, warte mal, das könnte vielleicht sogar noch funktionieren. Du musst ja nur noch einen erwischen, oder? Ich müsste noch zwei erwischen. Die wollen schon gar nicht mehr. Die haben schon vor allem keine Waffen. Mehr. An sich könntest du es echt noch schaffen, weil die haben keine Waffen. Wie man da irgendwie sieht. Ja, okay, das war's dann. Ja, vielleicht werde ich es noch ein bisschen an eine andere Mission probieren und dann werden wir gleich noch mal ein bisschen was sehen. Hoffentlich bin ich dann weiter. Wieder. Das war's schon wieder. Ich weiß auch nicht warum. Das ist alles E-Sport. Ja, die klauen uns hier die Takes, E-Sport-Sack. Schweine! Ich habe jetzt einen sehr interessanten Mann in der Leitung und zwar ist das Roland Wittmann, einigen besser bekannt als Ludl vom Clan Pro Gaming, der eben in einer sehr ausgeglichenen und knappen Partie gegen mich mit 3:0 gewinnen konnte bei FIFA. Ludl, hörst du mich? Ja, ich höre dich einmal frei. Grüß euch. Servus, schönen Gruß nach Konstanz. Danke dir. Erstmal Gratulation zu diesem, ja, nicht unbedingt überraschenden Erfolg. Mal ganz kurz rückblickend gefragt, was denkst du denn, wie habe ich mich geschlagen? Willst die Wahrheit hören? Du kannst ruhig ehrlich sein. Willst die pure Wahrheit hören? Gab es einen Zeitpunkt in dem Spiel, wo du gesagt hast, verdammt, der ist ja gar nicht so schlecht? Von Anfang an? Nee, Schatz, beiseite. Es war schwer, es zu packen, dass du nicht in meine Hälfte kommst. Es war schwer. Ja, das war also dein Ziel, ja, du kleiner Angeber, du. Ludl, erzähl uns ein bisschen was zu dir selbst. Wie lange spielst du jetzt FIFA und erzähl uns mal, wie oft du trainierst und überhaupt, wie du zu dem ganzen FIFA-Spielen und Pro-Gaming-Geschichte kamst. Hast du so viel Sendezeit frei? Naja, fass es vielleicht etwas zusammen. Okay, also FIFA spiele ich seit 1998, aber online erst seit dem Jahr 2000. Seitdem spiele ich auch in FIFA-Ligen selber mit. Okay. Ja, das ist einfach, das war früher mit FIFA Ligen. Heute sind halt die Clans mehr in Vormacht und macht einfach Spaß, damit das Gruppe zusammenzuspielen. Wie viele Spiele spielst du? Ich meine, du hast 93 Spiele in der Giga-Liga. Wie viele Spiele machst du so am Tag? Zurzeit spiele ich gar nicht viel. Also früher, da war ich, wo ich krank war, war ich daheim, da habe ich einfach die Spiele machen können. Ich war ja 2 Monate krank, da hat man einfach ein Spielpensum runterhauen können. Was willst du daheim manchmal machen? Vor Langeweile, mich haben alle gefordert, habe ich halt mal gespielt. Ist das weniger. Jetzt habe ich natürlich viele Fragen von Zuschauern bekommen, die das Spiel gesehen haben und die sich sagen, naja, irgendwo muss er irgendein Geheimnis haben. Zum Beispiel habe ich eine Frage bekommen von Kitoma, der fragt, mit welchem Pad spielst du? Spielst du überhaupt mit Pad? Ich spiele mit Pad, ja. Also da gibt es verschiedene. Ich spiele selber mit dem Toastmaster Firestorm, das analog. Viele spielen auch mit dem Sidewinder. Also da gibt es massig mehr Pad. Spielen die meisten Profis eher mit Pad oder eher mit Tastatur? Also ich denke, das sind ja stark so Pad. Tastatur gibt auch noch so Spieler, so alte Dinos, sage ich mal, aber es wird auslaufen mit Tastatur, denke ich. In Korea ist es noch anders, da spielen sie hauptsächlich noch mit Tastaturen. Dann eine Frage kam von Chief Rocker 3000, der hat gefragt, Moment, ich hab's nicht mehr auswendig. Okay, wie du auf den Namen kannst, das war die Frage. Ludl, also ich meine, Nudel liegt nah, aber Ludl? Das ist echt eine lange Geschichte, weil auf den Namen kam ich nicht. Das habe ich seit meinem 9. Lebensjahr. Da hat mein kleiner Bruder irgendwas so ein komisches, ich sag, wie ich auf dem Blatt Papier gemalt habe, gesagt, das ist ein Ludl und das bist du. Frag mich nicht woher. Okay, ein Glück, nichts Perverses. Jetzt noch zwei Fragen. Erstens, FIFA 2004, was erhoffst du dir von dem neuen Teil? Wirst du umsteigen? Wie bitte? FIFA 2004, ob du umsteigen wirst, oder was du dir so von dem neuen Teil erhoffst? Es wird die ganze Szene umsteigen, das ist immer so, das ist so ein Wechsel. Also das ist nicht die Frage, es wird unbedingt, was ich erwarte, dass das Gameplay bedeutend verbessert wird. Hat dir FIFA 2003 nicht so gefallen, oder? Mir persönlich nicht so, also ist meine persönliche Meinung. Okay. Aber man hofft immer wieder aufs Neue. Und letzte Frage, am Sonntag beginnen die World Cyber Games in Korea. Es sind auch ein paar Deutsche dabei, zum Beispiel von den A-Losers, die Zwillinge. Sag doch auch mal ein bisschen was dazu. Wer glaubst du wird gewinnen und wer ist so die stärkste Nation beim FIFA? Also dieses Jahr denke ich, die stärkste Nation ist bestimmt Deutschland. Ich denke auch, dass die zwei Zwillinge, die wirklich gut spielen, also auf einem sehr hohen Level, ich habe sie jetzt auch persönlich kennengelernt, die werden das Ding da machen. Also ich denke echt, einer von denen zwei hat dieses Jahr echt die Chance, für Deutschland die Goldmedaille mal zu holen. Okay, dann sind wir mal gespannt. Vielen Dank, dass du dich nochmal zur Verfügung gestellt hast für die paar Fragen. Und das nächste Mal kriegst du den Kasten vollgehauen, versprochen. Moment, das Rematch findet statt. Das Rematch machen wir auf jeden Fall und dann gibt's aber sowas auf den Sack, das glaubst du aber. Ja, ich richte mal aus. Okay, Ludl, mach's gut. Hallo. Ciao.
Und ja, ihr könnt euch auf jeden Fall auch noch weiter zu dem Thema äußern. Bei uns im E-Sports-Bereich findet ihr den Comments-Bereich. Und gleich bin ich nochmal da und dann werde ich euch etwas Spektakuläres zeigen. Herbst der tollen Themen geht weiter und somit auch unser Doppeltest heute. Also Amplitude haben wir jetzt mehr oder weniger durchgekaut. Jetzt geht's zu Time Crisis 3, einer leicht action-orientierteren Art Spiel. Mit der Lightgun kennt ihr vielleicht, gibt es auch schon seit einiger Zeit natürlich für die PlayStation. Gab es für die PS1 damals als eines der ersten Spiele auch mit einer Lightgun ausgeliefert, später dann ohne Lightgun. Man musste sich dann eine kaufen oder eben eine Third-Party-Lightgun kaufen. Egal. Ich habe schon mal vorgestellt, hatte Saves, habe die auch weiter gespielt und habe sie dann dummerweise gelöscht, weil ich Savegames für ein anderes Spiel brauchte. Deswegen muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen. Ist aber egal, weil das Spiel dauert letztendlich eh nur eine knappe Stunde. Also es sind drei Level, kann man jetzt hier gleich im Menü auch nochmal sehen. Stage 1, 2 und dann natürlich 3. Und es gibt als Bonus auch noch eure Kollegin, die ihr im Spiel trefft. Die hat auch nochmal eigene Bonuskampagnen als Scharfschützin. So ein bisschen wie heißt es? Liebe Regie, ihr seid doch so bewandert in Videospielen. Silent Scope. Hat mir jetzt zwar niemand gesagt aus der Regie, aber mir ist es eingefallen. So. Das ist, wie gesagt, Time Crisis 3 und das Gameplay an sich ist genau dasselbe geblieben, wie es auch schon beim allerersten Teil damals für die PS1 war. Ihr könnt in Deckung gehen, um nachzuladen. Also nicht nur um nachzuladen, sondern natürlich primär, um eben in Deckung zu gehen. Deswegen wahrscheinlich auch in Deckung gehen. Das macht Sinn, weil ihr relativ oft unter Beschuss steht und dann eigentlich nur durch dieses Ausweichen in irgendeine Deckung euch schützen könnt. Das macht auch später noch Sinn, wenn ja zum Beispiel Autos auf euch zufahren oder irgendwelche Hindernisse auf euch zukommen oder wenn ihr vom Bossgegner beschossen werdet. Alles solche Situationen, wo man dann wunderbar hier einfach in Deckung gehen kann. Und das ist ein System, was ich glaube sogar, ich würde fast behaupten, dass es jetzt von Namco damals für Time Crisis erfunden wurde für die Spielhalle. Bin ich mir aber nicht ganz sicher. Kann gut sein, dass es irgendwelche relativ unbekannten Lightgun-Shooter gab, die vorher so ein System schon hatten, also in der Art oder in der ähnlichen Art. Auf jeden Fall hat es damals eine ziemliche Revolution sozusagen ausgelöst und auch so einen kleinen Lightgun-Shooter-Boom, wie das eigentlich immer passiert, wenn irgendein Titel besonders einschlägt, dann gibt es ja immer gleich 1000 Nachahmer, genau so auch hier. Und mir persönlich gefällt es auch besser als zum Beispiel House of the Dead, was einfach eben kein Versteckfeature hat. Und dadurch weitaus weniger taktisch ist als die Time Crisis Serie. Man kann bei Time Crisis zum Beispiel auch ohne Probleme, wenn man den Level, sag ich mal, kennt, alle Gegner mit ein, zwei Schüssen beseitigen. Und das versucht mal einer bei House of the Dead. Da kann man eigentlich nur draufholzen, bis einem die Finger wehtun und das war's dann auch. Was nicht heißt, dass House of the Dead schlecht wäre, aber es ist zumindest weitaus weniger taktisch als eine Runde Time Crisis. So, und da hätte ich jetzt eigentlich auch lieber auf die MG wechseln sollen. Das kann ich jetzt hier in der Deckung gleich mal machen. Was ihr rechts seht, ist übrigens unser Kollege, der mit uns spielt. Den kann ein zweiter Spieler, wenn er will, übernehmen. Allerdings nur im Splitscreen oder via Link. So, und wie man jetzt sieht, habe ich gerade eben eine der vier verfügbaren Waffen ausgewählt. Jetzt nehme ich hier mal die Schrotflinte. Und die hat dann natürlich weitaus mehr Durchschlagskraft und bringt auch ein bisschen mehr. Auch wenn sie hier in diesem engen Gang eigentlich unnötig ist, deswegen wechsle ich mal wieder schnell zurück. Sehr nett ist wirklich die Machine Gun, weil bei der muss man einfach nur noch draufhalten und man kann mit keiner Waffe so gut und so genau eigentlich zielen wie mit der Schnellfeuerknarre. Oh, jetzt ist die aber auch schon wieder leer. Eben das Problem, man findet im Laufe des Spiels, je nachdem wie man sich schlägt oder wie man sich schießt eigentlich, findet man neue Waffen natürlich oder neue Munitionscontainer dafür. Ich muss gerade mal schauen, jetzt wird gerade ein bisschen haarig. Rechts sehen wir, wie gesagt, den Kollegen vor allem. Können wir dem auch helfen? Also wir können entweder die Gegner erledigen, die auf ihn gerade schießen, oder wir können uns von ihm helfen lassen. Das funktioniert allerdings nur, wenn ihr einen menschlichen Spieler habt. Der Computergegner hilft euch nicht wirklich sonderlich gut. Und hier habe ich jetzt nochmal ganz schnell meinen Raketenwerfer benutzt. Auch der sehr hilfreich natürlich für Endgegner wie hier. Und schon geht's ab in die zweite Area. Jeder der drei Level besteht aus drei Arenen. Die dritte ist dann meistens für den Endgegner reserviert. Und dazwischen gibt es immer hier so kleine, ja, irgendwie
auf cool gemachte, aber rein von der Realität sehr lächerliche Zwischensequenzen. Also unsere Helden werden ungefähr 275 Mal beschossen und eigentlich nie getroffen. Naja gut, wer sich noch an Time Crisis 1 erinnern kann für die PS1, das wirklich die schlechteste Story und vermutlich auch die schlechteste Synchronisation aller PlayStation 1 Titel hatte, dann ist das hier schon fast, also was ganz Neues, was ganz Besonderes. Weil zumindest die Sprachausgabe ganz in Ordnung ist. So, jetzt muss ich hier ganz nochmal schnell auf die MG umschalten, weil das jetzt hier ein Areal ist, wo ich die MG weitaus leichter gebrauchen kann. Den noch hochgejagt und schon sind wir am Ende von unserem Take. Irgendwo geht die Zeit heute hin. Irgendwo. Ich weiß es nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt mir eine Mail an simon@gigafool.de oder postet in den Comments-Bereich zu meinem Test. Die Wertung gibt es im nächsten Take und dann auch noch mehr von Time Crisis 3 für die PlayStation 2. Ja, ich habe mich wieder bewiesen im Spiel. Es läuft echt viel, viel besser auf einmal. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist auch immer nur so, läuft. Töte 4 oder 5 von den Alien-Viechern, wie nicht, so wie letztes Mal, töte 8 oder 2000 von diesen Dingern. Töte 2 Millionen. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe auch schon meinen Favoriten gefunden. Ich mag definitiv die Städte-Mission, weil da kann man viel besser Deckung und Schutz suchen. Es ist wirklich taktisch um einiges besser. Warte, bis du die UFO-Abfangmissionen hast, wo ein UFO dann entweder gelandet ist oder abgestürzt. Die sehen halt auch geil aus und die sind auch schnell durch. Also da ist man schnell durch. Man muss ja sagen, du bist ein absolut krasser UFO-Fan. Ich weiß nicht, wie würdest du den jetzt einschätzen zum Vergleich mit den anderen? Ist es der beste, der schlechteste, mittendrin? Genau kann ich es auch nicht sagen, weil ich es halt noch nicht durch habe. Also da kann im Nachhinein immer noch viel kommen, ja? Ja. Aber bisher finde ich es eigentlich mit am schlechtesten. Oh. Also obwohl er mir gut gefällt, ich meine, es gibt ja letztendlich nur die drei wirklichen UFO-Teile und der erste ist eigentlich immer noch der beste. Ich persönlich finde Apokalypse sehr gut und Terror from the Deep ist eigentlich genau dasselbe wie der erste Teil, nur eben unter Wasser. Also im Grunde, finde ich, macht der am meisten falsch eigentlich, aber vielleicht ist es auch nur meine Meinung. Ich zock's erstmal durch und dann kannst du mich nochmal fragen. Also mir gefällt es mittlerweile auch richtig, richtig gut. Ich habe dem Spiel auch einen gut gegeben. Fall. Es macht Spaß. Wie gesagt, der Schwierigkeitsgrad. Vielleicht habe ich damals echt einfach, oder heute Nachmittag einfach nur Pech gehabt. So, ich habe aber jetzt was Neues entwickelt und zwar die UFO-Ortung. Und die ist sehr, sehr cool. Das heißt, jetzt kann ich sozusagen UFOs, die über mein Gebiet kreisen, sehen und dann auch attackieren. Das wird zwar dann automatisch gemacht vom Computer, aber sieht trotzdem sehr, sehr cool aus. Bin jetzt aber erstmal auf dem Weg zu einem Einsatzgebiet, irgendwo in New Mexico oder Mexico, who cares, it's all the same. Das ist ja auch immer so eine wichtige Sache, die auch immer so Spaß macht, die einzelnen Sachen zu erforschen und dann eben darauf zu freuen, jetzt weiß ich endlich, wie Laserwaffen funktionieren, jetzt kann ich endlich die Laserwaffen, die ich schon seit einer Woche da im Lager habe, benutzen. Da freue ich mich auch. Das macht richtig Spaß, Laserwaffen, sehr gut. Yes. Vielleicht habe ich am Wochenende noch mal ein bisschen Zeit und kann dann... wieder schon so eine. Nein, am Wochenende wollte ich es mir eigentlich ausleihen. Ich habe da schon feste Pläne. Dass das ich am Wochenende müssen wir nochmal genau bin. Besprechen. Wie mit nach Hause? Ja, mit zu mir. Da, wo ich wohne und du nicht. Nun ja. Na gut, das besprechen wir ein andermal. So, ich brauche jetzt hier aber erstmal Wummen in die Pfote. Alles andere ist unnütze und brauche ich nicht. Und ich liebe mittlerweile Handgranaten. Vielleicht sollst du mal auch noch erwähnen, dass die Leute sich selbst ausstatten mit neuer Munition. Wenn man in die Basis kommt. Das haben sie früher nämlich auch nie gemacht. Ja, fünf. Ja, aber schau, da haben wir erstmal schon so den Plekton. Die Plekton sind sehr nervig. Und die sind halt echt ganz, ganz böse. Hier einen Moral Man und noch einen Moral Man. Die kriegst du schnell. Heiliger Bimbam, da muss ich wohl echt mal wieder auf... Ich meine, die Schrotflinte kannst du vergessen. Da würde ich wirklich dann auf Granaten umsteigen. Viele von euch wundern sich vielleicht, sieht doch so langweilig aus, wenn dieses Menü zurückgreift. Das ist nun mal das Spiel, muss man einfach auch mal sagen. Ja, wer keine Lust auf Strategiespiele hat oder... Ja. Für den ist das definitiv ganz und gar nichts. Aber wer sich wirklich reingearbeitet hat, und auch das dauert nicht so lange, der hat echt Spaß. So. So, jetzt hast du auch schon genau die ersten... Ja, ha, Junge! Die ersten so, also 100% hinten, bedeutet... Der hat mich noch nicht so richtig gesehen. 100% Treffsicherheit sozusagen. Genau, und bei einer Granate ist es ja dann relativ wahrscheinlich, dass er trifft. Deswegen ist es bei einer Granate eigentlich immer 100%. Komm, geh ein bisschen weiter vor. All done, sir. Und ready. Ja. Sehr schön. Du bist echt so ein kleiner Granatenfreund. Ey, ich finde die Dinger echt krass genial. Ja gut, solange man einfach noch keine besseren Waffen hat, sind die auch sehr empfehlenswert. Okay, gegen so einen Plekton brauche ich mehr als eine Granate. Ja, du hast vor allem keine mehr. Also der Kollege hat keine mehr. Hat der noch welche? Der hat noch eine. Die kann man schon mal in die Pfote grapschen.
Das finde ich halt so schade, dass man erst das aus der Hand legen muss, bevor man das hin tun kann. Es wird einfach so sein, dass man die Granate hochzieht und dann automatisch das andere Ding in der Hand hat und dann runterdragen kann. Ready, Sir. Das sind so kleine Sachen. Ich weiß, ich bin da ein bisschen pingelig vielleicht. Aber das war bei den Originalteilen, sage ich jetzt mal, noch viel nerviger. Da hat man nämlich immer Aktionspunkte abgezogen bekommen. Und wenn du die ja verklickt hast, hast du nichts gemacht, aber hattest auch keine Punkte mehr, um irgendwas zu machen. Also das war immer sehr nervig. So, und dem geben wir mal wieder seine Schrotflinte zurück. Was wollen wir machen? Sollen wir einfach mal einen fetten Nahangriff machen? All done, Sir. What now, Sir? Der kriegt jetzt, glaube ich, richtig auf den Sack. Da sieht man, weshalb der auch so gefährlich ist. Awaiting further orders. Eieieiei. You kidding me? Ah, immer diese Waypoints. Aber du hast ihn. Oh mein Gott, ich hätte ihn sogar erwischt. Ich hab ihn erwischt. Ich hab bloß dieses eine Alien nicht. Drei Feinde getötet, da steht's nochmal. Naja, nicht schlecht. Und ein Feind bewegungsunfähig, du hättest echt gehabt. Ich würde sagen, wir machen finito für dieses Spiel. Aber ich möchte noch darauf hinweisen, Half-Life 2 ist jetzt angeblich verschoben worden auf 2004. Ich weiß nicht, ist es Gerücht? Haben vielleicht die Jungs von Valve den Source Code selber geleakt, um jetzt noch mehr Zeit zu haben? Und weißt du, es ist alles so eine kleine Gerüchte. Aber sie werden halt echt das Weihnachtsgeschäft verpassen, was richtig viel Geld. Und egal, wenn es mit dem Source Code stimmt, die Leute, die ihn gestohlen haben, den versohle ich so den Arsch das nächste Mal. Echt. Ja, das war's jetzt mal von mir. Source Code zurück. Viel Spaß noch heute Abend und ja, uns auch noch. Tschüss. Für alle, die jetzt irgendwie bei FIFA auf den Geschmack gekommen sind, kann ich an der Stelle schon mal sagen, morgen haben wir großartige Gäste zum Thema FIFA 2003 bei uns in der Sendung. Und zwar A-Losers Hero und A-Losers Styler. Das sind Zwillinge und die spielen verdammt gut. Das sind nämlich die zwei deutschen Kandidaten, die wir nach Korea schicken, damit sie dort möglichst Gold für uns holen und die es einfach richtig drauf haben. Ich glaube, die sind noch mal auch eine ganze Klasse besser als der Ludl. Und die haben wir morgen hier und werden natürlich mit denen hier in der Sendung ein bisschen spielen, ein bisschen quatschen. Und wenn ihr Fragen habt an zwei wirkliche, absolute Hochkaräter der FIFA 2003-Szene, dann schreibt mir am besten jetzt schon Mails. Das nur als Anmerkung für morgen. Großartiges heute auch bei uns im E-Sports-Bereich. Ich will nur ein bisschen was zeigen. Zum einen möchte ich noch mal den Vote ansprechen, den wir die ganze Woche laufen haben. Wir suchen immer noch den erfolgreichsten Clan Deutschland. Ich habe mal hier die bekanntesten sieben rausgesucht, kann man sagen. Und momentan, wir können mal kurz aufs Zwischenergebnis gucken, ganz klar, MTW mit 38% vorne ist eigentlich auch mit der erfolgreichste Clan. Jetzt vielleicht nicht immer der beste, aber einfach auf sämtlichen Gebieten eine konstante Größe über Jahre hinweg. Die anderen natürlich auch, A-Losers zurzeit in FIFA eine Macht. Schrötkommando wundert mich, dass die nur 8% haben, weil Schrötkommando ja wohl so ziemlich das erfolgreichste und beste Counter-Strike-Squad wohl hat. Mit ihrem okay, es ist das schwedische Squad, aber gehört ja irgendwie trotzdem zu Schrötkommando, die ich jetzt einfach mal als deutschen Clan hier dazu genommen habe. Also ihr könnt auf jeden Fall noch voten. Wird eine spannende Sache. Wahrscheinlich, naja, vielleicht doch nicht so spannend, aber vielleicht wird es noch spannend. Ihr könnt auf jeden Fall noch wählen. Dann großartige Themen heute. Zum Beispiel gibt es die ersten Bilder aus Korea von den World Cyber Games. Könnt ihr euch bei uns angucken. So in etwa wird das aussehen. Das sind vorgerenderte Bilder, aber laut Augenzeugenberichten soll es in Korea wirklich dann so aussehen. Da sehen wir die Bühne. Also die machen das schon relativ professionell. Hier sieht man dann auch die Aufteilung. Hier oben rechts wird Unreal Tournament gespielt. Age of Mythology, StarCraft, Warcraft, FIFA 2003. Und das sieht eigentlich schon ziemlich cool aus, wenn man sich das mal anguckt. So sieht das komplette Gebiet in Seoul aus. Also da wurden auch früher, glaube ich, die Olympischen Spiele ausgetragen. Also nicht zu verachten, die Location. Hier sieht man auch noch mal ein paar Bilder. Könnt ihr euch auf jeden Fall angucken im E-Sports-Bereich. Dann gibt es noch News zur Netzstadt Gaming League, die ja in Berlin ausgetragen wird, zu den Finals in Berlin. Da könnt ihr euch angucken, wie viel Preisgelder es gibt. Zum Beispiel Warcraft 1 und 1 für den ersten Platz satte 5.000 Euro. Da werden eine Menge prominenter Namen auftauchen. Raven Shield 5 und 5 wird gespielt. Battlefield 1942 8 gegen 8. Immerhin 8.000 Euro für den ersten Platz. Gut, muss dann durch 8 geteilt werden, aber trotzdem, es gibt ja nicht so viele hochdotierte Battlefield-Turniere. Insofern schon eine ganz nette Sache. Da werden wir uns auf jeden Fall auch noch drauf freuen können. Dann gibt es natürlich noch weitere News zur Champions League, Warcraft 3 und Neues vom Blizzard, Account-Sperr-Gedöns. Also schaut einfach in den E-Sports-Bereich. Das war's für heute. Und wie gesagt, morgen zwei großartige Gäste. Ich hoffe, ihr freut euch. Heute bei unserem Kuschelherbst der tollen Themen ein grandioses Thema, auf das ich mich sehr freue, nämlich Time Crisis 3, der Test. Letztes Take, erster Level, kein Safe Game, weil ich es gelöscht habe. Ich trottel. So, und jetzt muss ich ganz problematisch
umstellen zwischen Pause, was ich mit dem Controller mache, und Spiel, was ich mit der Lightgun spiele. Da muss ich nämlich umstecken und vorher gleichzeitig Pause. Das ist jetzt schwierig. Ganz schnell reinstecken, Controller rausziehen und dann kann ich spielen. Eine Pausefunktion wäre auch nett gewesen. Danke Namco an dieser Stelle von mir. So, und ich bin jetzt immer noch in dem Frachter, den ich kurz vor Ende des dritten Takes geändert habe. Und hier kann man auch mal zeigen, dass man ab und zu auch mal die Umgebung beeinflussen kann, was ganz praktisch ist. Und ich hoffe, ihr seht mehr daheim, weil ich sehe nämlich in puncto Helligkeit gar nichts hier. Okay, das erklärt auch, weshalb ich hier einfach mal eine Rakete ins Gesicht krieg. Oder ich spiele einfach über den Plasma. Ja, das ist auch nett. Ganz klar, es bringt natürlich viel mehr, wenn man auf explosive Sachen wie diesen Jeep komplett direkt schießt und nicht erst auf die Insassen. Und das bringt dann auch immer einen kleinen Bonus nochmal. Auch sehr wichtig, wenn man beschossen wird, gar nicht erst warten, ob der Schuss vielleicht doch noch ins Leere geht, sondern gleich in die Deckung gehen und einfach warten. Das funktioniert meistens am besten und bringt auch wesentlich mehr, weil es ist an sich doch schon ziemlich schwer. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es eben ein Automatenspiel ist, somit als Münzenfresser schon konstruiert wurde und dann eben, wenn es zu einfach wäre, auch zu leicht durchgespielt wäre. Also man sieht, ich habe jetzt hier 2 Credits, insgesamt also 3, und ich spiele schon auf Very Easy im Moment hier. Und das heißt, also man kommt wirklich nur sehr schwer bis zum letzten Endgegner und hat dann nochmal richtige Probleme, den zu erlegen. Aber mit ein bisschen Übung, und ich meine, letztendlich ist das ja auch okay, weil das Spiel ja nun mal nicht wirklich so lang ist, macht das auch Sinn. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich meinen Kollegen hier nicht treffe. Das gibt nämlich, wie ihr vorhin gesehen habt, einen 1000er Abzug. Dafür sind die Zwischensequenzen durchaus unterhaltsam, wenn auch das Gegnerdesign nicht gerade innovativ. Das ist jetzt ganz nett. Jetzt wurde nämlich der Tanker beschossen, wie man gesehen hat, und das resultiert darin, dass alles mehr oder weniger zur Seite rutscht und wir mit ihm. Aber ein echter cooler Checker ballert auch in absoluter Rutschgefahr weiter, was dem grandiosen Realismus von Time Crisis 3 natürlich keinen Abbruch tut. So, mal gucken, wie weit wir heute noch kommen. Ich jedenfalls bin jetzt wieder auf die MG umgestiegen, und wie ihr gesehen habt, wenn man die gelben Jungs da abschießt und dann nochmal ein paar Mal länger drauf hält, dann kriegt man eben diese zusätzliche Munition, die später dann bei den Endgegnern sehr, sehr wichtig wird, und das zeige ich gleich jetzt, denn jetzt kommen wir, und ich freue mich, zum Endgegner des ersten Levels. Also allzu viel spoil ich euch da eigentlich nicht. Das ist besagte neue Kollegin, die uns hier tatkräftig zur Seite steht mit Rad und Jeep. Ja, das werde ich jetzt an der Stelle einfach mal abkürzen, denn das ist mal ein richtig geiler Endgegner-Fight gegen diesen, was ist das, ein Apache-Helikopter? Nee, Quatsch. Ist auf jeden Fall ein Fantasie. Nee, ist es ein Fantasie-Flugzeug, Gedönse? Ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall kein Helikopter, aber es ist auch kein Flugzeug. Aber ich weiß, dass es sowas in der Art schon gibt. Aber eigentlich ist es mir auch egal. Ich war Zivildienstleistender und bin stolz drauf. Auch hier wesentlich sinnvoller, auf die Reifen oder gleich auf den Tank zu schießen. Man sieht es auch an der kleinen Energieanzeige, weil dann hat man sich gleich aller Gegner, die auf dem Jeep sitzen, entledigt. Ja, Eddie, weißt du, das sind kompetente Reviews hier. Wann gibt's mal wieder einen Test im E-Sport-Bereich? Ah! Unglaublich, da will man hier nur seine Arbeit tun und wird auch noch mehr oder weniger profan von der Seite angelabert. Sehr nett ist, sind die ganzen unterschiedlichen Animationen gemacht, die eben je nachdem, wie ihr, auf was ihr ballert oder wie ihr trefft, unterschiedlich animiert sind. Sehr nett an der Stelle. Also eigentlich kann man sich bei Time Crisis 3 eigentlich über gar nichts beschweren. Man könnte vielleicht sagen, dass halt die Länge einfach zu kurz ist für ein Vollpreisspiel. Und da hätte man wahrscheinlich sogar vollkommen recht. Aber das ist nun mal das harte Los der Lightgun-Shooter-Fans. Damit müssen sie leben. Und lieber Regie, Moment, den machen wir noch alle? Ja. Mal gucken, ob ich vielleicht sogar noch den kompletten Level jetzt hier an der Stelle erledigen kann. Das ist der Boss, der guckt natürlich auch ab und zu mal rein. So. Ja, den kriegen wir noch. Okay, wir müssen leider an der Stelle
Abschluss machen. Ich hätte gerne noch auf den einen oder anderen weitergeschossen. Aber wir haben doch keine Zeit. Ja. Ich mache mir jetzt einen leckeren Tee mit meiner eigenen Late-Night-Show-Tasse. Und ihr könnt euch meinen Test, hat übrigens 82% gekriegt, nochmal im Konsolenbereich angucken. Prost.